Yo, schönen guten Tag meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal hier und heute widmen wir uns mal wieder der altbekannten Thematik Fashion. Wie ihr nämlich bereits am Videotitel erkennen konntet, steht da irgendwas mit Sneakern drin. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das Video nennen werde, aber irgendwas mit Sneakern wird da wohl drin stehen. Ich möchte euch nämlich heute ein paar Schuhe zeigen, die ich mir nicht gekauft habe, sondern die mir zugeschickt wurden, weil es ganz besondere Schuhe sind, die wurden nämlich gecustomized. Nach diesem kollegagleichen Double-Time-Intro würde jetzt eigentlich logischerweise der Part kommen, wo ich euch die Schuhe zeige. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich nicht noch irgendeinen Nonsens vor mir geben kann, um das Video künstlich in Länge zu ziehen und gegebenenfalls auch einen Spannungsbogen zu erzeugen. Aber für so einen Quatsch könnt ihr gerne bei anderen YouTubern vorbeischauen. Also, ich habe diesen Karton hier zugeschickt bekommen. Erstmal lieben Dank und schöne Grüße an den guten Alessandro dafür. Er hat mich per Mail kontaktiert und meinte, ey, ich habe ein echt cooles Konzept, was Sneaker betrifft. Ich kann dir da mal einen zukommen lassen, wenn du möchtest. Da meine ich natürlich, ey, also hat mir ganz gut gefallen, was du da machst. Und dann schauen wir mal an, was er da fabriziert hat. Ne? Ich habe den Schuh schon angeschaut. Ich hatte auch schon einen kleinen Videoausschnitt in meiner Instagram-Story. Und da haben mich auch natürlich sehr viele darauf angesprochen. Ey, woher hast du denn diesen geilen Schuh? Also, das ist einmal, wie man am Schuhkarton erkennen kann, ein Air Force One. Und jetzt möchte ich euch natürlich direkt zeigen, was an diesem Air Force so besonders ist. Und zwar haben wir hier nämlich den stinknormalen Air Force One in der Low-Variante im weißen Colorway. Ich weiß nicht, ob man das gut in der Kamera erkennen kann. Sieht sehr überbelichtet aus, aber man hat hier vorne so einen kleinen beigen Ansatz, der ebenfalls auf dem Swoosh wiederzufinden ist. Das ist aber noch nicht das Besondere an dem Schuh. Der Schein trübt. Ich muss dafür mit euch einmal die Location wechseln. Dann werdet ihr schon verstehen, was an diesem Schuh das Besondere ist. So, ich bin jetzt gerade hier draußen auf unserer Terrasse und ich muss mir für diese Drehs auf jeden Fall in naher Zukunft einen Kameramann organisieren, dass man das ein bisschen besser filmen kann. Aber ich öffne mal den Karton und vielleicht sieht man jetzt schon mal diese beigen Ansätze da auf dem Swoosh und vorne an dem Schuh. Vielleicht kann man schon einigermaßen erahnen, was gleich passieren wird. Ich mache jetzt mal den Deckel auf und der Schuh färbt sich in einer anderen Farbe. Es ist heute nicht das allerbeste Wetter, aber trotzdem, bei UV-Licht wechselt dieser Schuh an den besagten Stellen die Farbe und sieht meines Erachtens wirklich wunderschön aus. Wir können jetzt diesen Schuh hier mal drehen, dass ihr mal den Unterschied seht. So sieht der ohne UV-Einstrahlung aus und geht dann irgendwann von so einem leichten Rosa in ein ganz kräftiges Lila. Und das ist schon der Clou an dem Schuh. Auch geil, ne? Ich drehe das gerade ab mit dem Schuh draußen. Einfach Regenwolken. Jetzt kommt die Sonne raus, wenn ich wieder oben bin. Dankeschön. Aber vielleicht sieht man jetzt nochmal besser. Guck mal. Sieht man das? Sieht man das? Das ist die Frage, ob man das sieht. Das ist die allseits bekannte Frage. Der verändert jetzt hier im Raum überhaupt nicht seine Farbe. Der lässt sich auch überhaupt nicht von meiner Softbox hier irritieren. Der wechselt wirklich nur bei UV-Licht die Farbe. Das bedeutet, wenn ihr jetzt damit abends feiern geht, und denkt, boah, mit diesem geilen Schuh, diesem UV-Schuh, will ich jetzt ein paar Bitches aufreißen. Wird nichts. Weil wenn ihr in den Club geht, ist es dunkel. Nur morgens, wenn ihr dann rausgeht und dann die wirklich die letzten Schabracken, die da noch besoffen irgendwo rumliegen, die werden davon vielleicht was mitbekommen. Aber die Weiber, die ihr da im Club haben wollt, die da auf der Tanzfläche sind, die sehen das nicht, Leute. Kurzer Trash-Talk hier an der Stelle natürlich. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Der wurde mit UV-Farbe wurde der bearbeitet vom lieben Alessandro. Mich haben jetzt auch schon diverse Leute auf Instagram gefragt, ey, was ist das für eine besondere Edition? Ist es mal wieder so ein Travis Scott-Feature von Air Force? Nee, nee, also wie gesagt, das könnt ihr gerne bei ihm bestellen. Er gibt euch alle Farben, die ihr wollt. Ihr könnt auch in Anthrazit mit bläulichen Punkten und rosa Umrandung könnt ihr die gerne bemalen lassen. Obwohl, da bin ich mir nicht sicher, aber ihr könnt einfach auf seine Instagram-Seite gehen, ihr könnt euch da so einen Schuh selber customizen lassen. Ich verlinke euch alles in der Beschreibung dafür. Ich muss mal kurz nachlesen. Der hat mir nämlich auch so einen, wirklich so einen schönen Brief dazu gepackt, was ich immer sehr schön finde bei Kooperationen, wenn da irgendwelche persönlichen Briefe noch dabei sind. Ehrlich, wirklich, das gefällt mir. Das ist so dieses Menschliche, wisst ihr, nicht dieses Materielle. Ja, du hast Follower, mach das und dafür kriegst du das. Sondern das ist so ein bisschen menschlich, so ein bisschen noch auf korrekt. So, sein Instagram heißt Tagliacosso Streetwear. Also Bruder, ich sag dir eins schon mal von vornherein. Ich würde dafür definitiv einen kürzeren und einen einprägsameren Namen wählen. Sowas wie UV-Boy fällt mir jetzt spontan ein.
Nenn dich bitte nicht UV-Boy, bitte nicht. Seine Facebook-Seite verlinke ich euch, seinen YouTube-Kanal, wo er auch ein Video gemacht hat zu den Schuhen. Also er hat da so ein Tutorial-Video gemacht, so ein Vorstellungsvideo, wo er meine Schuhe gecustomized hat. Könnt ihr euch gerne geben, alles in der Beschreibung verlinkt. Und auch, was ich sehr lobenswert finde, seine Kickstarter-Seite. Kickstarter-Seite, auch um ein sehr gutes Medium, um seine Träume und Ziele mit Geld von Leuten, die sowas supporten, zu finanzieren. Also verlinke ich euch alles in der Beschreibung. Jetzt habe ich das oft genug gesagt. Ich mag diesen Schuh wirklich. Es gefällt mir sehr gut. Ist definitiv ein Eyecatcher. Und ich kann einfach nur das wiedergeben, was ich jetzt von Freunden oder auch von Instagram-Nachrichten an Feedback bekommen habe. Also es haben sehr viele Leute gefeiert und viele waren interessiert, wie denn sowas zustande kommt. Ich bin damit sehr zufrieden. Und werde definitiv damit auch ein Instagram-Bild machen. Leider noch nicht diese Woche, erst nächste Woche Sonntag. Diese Woche kommt ein Bild mit meinem neuen Haustier. Und das ist auf jeden Fall, da kriege ich Gänsehaut bei sowas. Mein neues Haustier, als wenn das irgendwie so ein Gegenstand wäre. Genauso, ey, kennt ihr diese Leute, jetzt mal am Rande jetzt hier. Kennt ihr diese Leute, die machen Videos auf YouTube, meine neue Freundin? So als wenn das ein Gegenstand wäre wie mein neues Paar Schuhe, mein neues Auto, meine neue Uhr. Ey, ohne Witz, als Frau... Ich würde abdrehen, das ist so respektlos und das machen so viele meine neue Freundin, als wenn das so mäßig, ja hier, das ist die neue und in 2 Wochen kommt wieder eine. Aber, naja, macht was ihr wollt, das ist ein anderes Thema. Wer das macht, ist auf jeden Fall, seine eigene Mutter und ich schwöre, ich wünschte dem, dass der ein... Das kann ich jetzt nicht sagen, das muss ich piepsen. Deswegen sage ich, jeder, der es macht, ist ein Peach. So, ansonsten war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video, was gegebenenfalls morgen kommt. Ich bin gerade in der Prüfungsphase und ich habe so viel Stress. Ich habe so viel Stress gerade, dass ich gar keine Videos machen kann. Nächste Woche oder vielleicht jetzt schon am Wochenende kommt auch eine neue Folge Drug Talk, auf die mich auch viele Leute ansprechen, dass die mal wieder Bock auf eine Drug Talk Folge haben. Ich bin raus, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.